Lecția 27, partea a doua. Să începem cu noile cuvinte. Ascultați și repetați. Das Auge. Ochiul. Das Bein. Piciorul. Das Haar. Părul. Der 100-Markschein. Bancnota de 100 de mărci. Der Kopf. Capul. Die Landkarte. Harta. Der Mund. Gura. Die Nase. Nasul. Das Ohr. Urechea. Der Regenschirm. Umbrella. Der Spiegel. Oglinda. Das Sprechzimmer. Cabinetul de consultație. Der Zug. Trenul. Acum să folosim noile cuvinte în propoziții. Sein rechtes Auge war zu. Ochiul lui drept era închis. Mutti, ein Bein vom Stuhl ist kaputt. Mami, piciorul scaunului este stricat. Ihr Haar war immer schwarz. Părul ei a fost întotdeauna negru. Er hat nur einen 100-Markschein. El are doar o bancnotă de 100 de mărci. Das Kind hat einen großen Kopf. Copilul are un cap mare. Die Landkarte von Deutschland hängt an der Wand. Harta Germaniei este pe perete. Machen Sie den Mund auf. Deschideți gura. Meine Tochter hat eine kleine Nase. Fica mea are un nas mic. Er hört nur auf einem Ohr. El aude doar cu o ureche. Mutti, wo ist mein Regenschirm? Mami, unde este umbrela mea? Im Bad haben wir einen Spiegel. În baie, noi avem o oglindă. Herr Schulz bittet mich ins Sprechzimmer. Domnul Schulz mă invită în cabinetul de consultație. Ist das der Zug nach Bukarest? Acesta este trenul de București? În continuare, completați următoarele propoziții cu substantivele corespunzătoare. Ochiul lui drept era închis. Sein rechtes war zu. Sein rechtes Auge war zu. Piciorul scaunului este stricat. Vom Stuhl ist kaputt. Ein Bein vom Stuhl ist kaputt. Părul ei a fost întotdeauna negru. War immer schwarz. Ihr Haar war immer schwarz. Poți să schimbi aici bancnota de 100 de mărci? Kann ich hier wechseln? Kann ich hier den 100-Markschein wechseln? Acest copil are un cap mare. Dieses Kind hat einen großen. Dieses Kind hat einen großen Kopf. Harta Germaniei este pe perete. Von Deutschland hängt an der Wand. Die Landkarte von Deutschland hängt an der Wand. Închide gura. Mach zu. Mach den Mund zu. Fica mea are un nas mic. Meine Tochter hat eine kleine. Meine Tochter hat eine kleine Nase. El aude doar cu o ureche. Er hört nur auf. Er hört nur auf einem Ohr. Unde este umbrela mea? Wo ist? Wo ist mein Regenschirm? În baie noi avem o oglindă. Im Bad haben wir. Im Bad haben wir einen Spiegel. Domnul Schulz mă invită în cabinetul de consultație. Herr Schulz bittet mich ins. Herr Schulz bittet mich ins Sprechzimmer. Acesta este trenul de București? Ist das? Nach Bukarest. Ist das der Zug nach Bukarest? Iată noile substantive la plural. Das Kind hat schöne Augen. Copilul are ochi frumoși. Deine Freundin hat lange Beine. Prietena ta are picioare lungi. Wie oft wäschst du dir die Haare?
Cât de des te speli pe cap? Im Sprechzimmer hängen zwei Landkarten. În cabinetul de consultație sunt două hărți. Unser Kind hat schmutzige Ohren. Urechile copilului nostru sunt murdare. Ich hätte gern zwei Regenschirme. Aș vrea două umbrele. Viele Züge fahren nach Berlin. Multe trenuri merg la Berlin. În continuare, răspundeți scurt la următoarele întrebări. Dieter hängt die Lampe über den Tisch. Wo hängt sie jetzt? Über dem Tisch. Er hängt seinen Mantel in den Schrank. Wo hängt er jetzt? Im Schrank. Er hängt die Landkarte zwischen die Fenster. Wo hängt sie jetzt? Zwischen den Fenstern. Er hängt das Bild an die Wand. Wo hängt es jetzt? An der Wand. Er hängt den Spiegel neben das Regal. Wo hängt er jetzt? Neben dem Regal. Er hängt den Regenschirm an die Heizung. Wo hängt er jetzt? An der Heizung. Er hängt das Bild unter die Landkarte. Wo hängt es jetzt? Unter der Landkarte. În exercițiul următor vom exersa forma de perfect a verbului stellen, a pune în picioare. Răspundeți afirmativ în limba germană la următoarele întrebări. Hast du das Auto in die Garage gestellt? Ja, es steht in der Garage. Hast du das Auto hinter das Haus gestellt? Ja, es steht hinter dem Haus. Hast du das Auto auf den Parkplatz gestellt? Ja, es steht auf dem Parkplatz. Hast du das Auto an den Straßenrand gestellt? Ja, es steht am Straßenrand. Hast du das Auto vor die Tür gestellt? Ja, es steht vor der Tür. Hast du das Auto hinter die Schule gestellt? Ja, es steht hinter der Schule. Se exersă în formarea timpului perfect. Transformați următoarele propoziții din timpul prezent în timpul perfect. Noi salutăm profesorul. Wir grüßen den Lehrer. Noi am salutat profesorul. Wir haben den Lehrer gegrüßt. Dicționarul costă 60 de mărci. Das Wörterbuch kostet 60 Mark. Dicționarul a costat 60 de mărci. Das Wörterbuch hat 60 Mark gekostet. Doar banii îl interesează pe soțul meu. Mein Mann kümmert sich nur um das Geld. Doar banii l-au interesat pe soțul meu. Mein Mann hat sich nur um das Geld gekümmert. El pune cartea pe masă. Er legt das Buch auf den Tisch. El a pus cartea pe masă. Er hat das Buch auf den Tisch gelegt. Ne prezentăm la maestru. Wir melden uns bei dem Meister. Ne-am prezentat la maestru. Wir haben uns bei dem Meister gemeldet. După masă învăț germană. Am Nachmittag lerne ich Deutsch. După masă am învățat germană. Am Nachmittag habe ich Deutsch gelernt. El fumează doar țigări americane. Er raucht nur amerikanische Zigaretten. El a fumat doar țigări americane. Er hat nur amerikanische Zigaretten geraucht. Ne așezăm pe scaune. Wir setzen uns auf die Stühle. Ne-am așezat pe scaune. Wir haben uns auf die Stühle gesetzt. Te caut la fabrică. Ich suche dich in der Fabrik. Te-am căutat la fabrică. Ich habe dich in der Fabrik gesucht. El schimbă bancnota de 100 de mărci. Er wechselt den 100-Markschein. El a schimbat bancnota de 100 de mărci. Er hat den 100-Markschein gewechselt. Locuim de 10 ani într-un oraș mare. Wir wohnen 10 Jahre in einer großen Stadt. Am locuit 10 ani într-un oraș mare.
Wir haben 10 Jahre in einer großen Stadt gewohnt. În exercițiul următor, formați propoziții interrogative în limba germană, în care subiectul să fie la persoana a doua, plural. Folosiți participiul perfect al verbului stellen. Die Lampe steht neben dem Sessel. Habt ihr die Lampe neben den Sessel gestellt? Die Kiste steht unter dem Bett. Habt ihr die Kiste unter das Bett gestellt? Der Spiegel steht zwischen den Blumen. Habt ihr den Spiegel zwischen die Blumen gestellt? Die Bücher stehen im Regal. Habt ihr die Bücher ins Regal gestellt? Der Koffer steht neben dem Schrank. Habt ihr den Koffer neben den Schrank gestellt? Die Tassen stehen auf dem Tisch. Habt ihr die Tassen auf den Tisch gestellt? Die Flaschen stehen im Flur. Habt ihr die Flaschen in den Flur gestellt? Die Sessel stehen an dem Fenster. Habt ihr die Sessel an das Fenster gestellt? Să învățăm câteva cuvinte noi. Jemand. Cineva. Sich kämmen. A se pieptăna. Ohne. Fără. Schmerzen haben. A avea dureri. Überall. Pretutindeni. Weil. Pentru că. Sich wohlfühlen. A se simți bine. Wiederkommen. A veni din nou, a reveni. Vom repeta verbele și expresiile la persoana a treia singular. Überall gibt es nette Mädchen. Sunt fețe drăguțe pretutindeni. Mutti, es kommt jemand. Mami, vine cineva. Er geht schon, weil er keine Zeit hat. El pleacă deja pentru că nu are timp. Ich kann ohne dich nicht leben. Nu pot trăi fără tine. In einer Stunde kommt er wieder. El revine peste o oră. Er fühlt sich wohl bei dir. El se simte bine la tine. Sie kämmt sich vor dem Spiegel. Ea se pieptănă în fața oglinzii. Heute hat sie große Schmerzen. Azi ea are dureri mari. În continuare, completați următoarele propoziții germane cu cuvintele corespunzătoare. Acum vine cineva. Jetzt kommt. Jetzt kommt jemand. Se pot cumpăra peste tot alimente. Lebensmittel kann man kaufen. Lebensmittel kann man überall kaufen. Nu pot trăi fără tine. Ich kann dich nicht leben. Ich kann ohne dich nicht leben. El pleacă deja pentru că nu are timp. Er geht schon. Er keine Zeit hat. Er geht schon, weil er keine Zeit hat. El revine peste o oră. Er in einer Stunde. Er kommt in einer Stunde wieder. El se simte bine la tine. Er bei dir. Er fühlt sich wohl bei dir. Mama mea are azi dureri mari. Meine Mutter heute starke. Meine Mutter hat heute starke Schmerzen. Biletele de călătorie le poți cumpăra peste tot. Die Fahrkarten kannst du kaufen. Die Fahrkarten kannst du überall kaufen. Ea se pieptănă în fața oglinzii. Vor dem Spiegel. Sie kämmt sich vor dem Spiegel. Când veniți din nou? Wann? Ihr? Wann kommt ihr wieder? În continuare ne vom ocupa cu conjuncția weil. Pentru că. Ascultați cu atenție următoarele propoziții și urmăriți traducerea românească. Warum geht Herr Victor zum Generalkonsulat? De ce se duce domnul Victor la consulatul general? Er will ein Visum beantragen. El vrea să ceară o viză. Herr Victor geht zum Generalkonsulat, weil er ein Visum beantragen will.
Domnul Victor se duce la consulatul general pentru că vrea să ceară o viză. Warum fährt Herr Victor nach Amerika? De ce călătorește domnul Victor în America? Er muss eine Geschäftsreise machen. El trebuie să întreprindă o călătorie de afaceri. Er fährt nach Amerika, weil er eine Geschäftsreise machen muss. El călătorește în America pentru că trebuie să întreprindă o călătorie de afaceri. Warum gefällt es seiner Frau dort nicht? De ce nu-i place soției lui acolo? Seine Frau kann sich nicht an das Klima gewöhnen. Soția lui nu se poate obișnui cu clima de acolo. Seiner Frau gefällt es dort nicht, weil sie sich nicht an das Klima gewöhnen kann. Soției lui nu-i place acolo pentru că nu se poate obișnui cu clima de acolo. Herr Victor fährt zum Bahnhof. Domnul Victor merge la gara. Er möchte die Fahrkarten kaufen. El vrea să cumpere biletele de călătorie. Herr Victor fährt zum Bahnhof, weil er die Fahrkarten kaufen möchte. Domnul Victor merge la gara pentru că vrea să cumpere biletele de călătorie. Să exersăm noua structură gramaticală. Răspundeți la întrebări în limba germană folosind conjuncția weil. Warum fährt Herr Victor nach Amerika? Er muss eine Geschäftsreise machen. Herr Victor fährt nach Amerika, weil er eine Geschäftsreise machen muss. Warum passt es Herrn Kurz am Sonntag nicht? Er hat am Sonntag eine Verabredung. Herrn Kurz passt es am Sonntag nicht, weil er eine Verabredung hat. Warum sucht Herr Rode ein Zigarettengeschäft? Er hat keinen Tabak mehr. Herr Rode sucht ein Zigarettengeschäft, weil er keinen Tabak mehr hat. Warum will Kathi in ein Schreibwarengeschäft gehen? Sie braucht Briefpapier und Briefumschläge. Kathi will in ein Schreibwarengeschäft gehen, weil sie Briefpapier und Briefumschläge braucht. Warum muss Herr Schröder in die Stadt fahren? Er soll seine Frau abholen. Herr Schröder muss in die Stadt fahren, weil er seine Frau abholen soll. Warum ruft Herr Haag das Fernamt an? Er will ein Gespräch anmelden. Er ruft das Fernamt an, weil er ein Gespräch anmelden will. Exerzați folosirea conjuncției weil. Încercați să traduceți în limba germană. Maria vrea să meargă la poștă pentru că trebuie să cumpere 3 timbre. Maria will zur Post gehen, weil sie 3 Briefmarken kaufen soll. Nu cumpăr mașina pentru că este prea scumpă. Ich kaufe das Auto nicht, weil es zu teuer ist. Nu pot veni la tine pentru că am dureri mari. Ich kann zu dir nicht kommen, weil ich große Schmerzen habe. Doamnei Weiland îi place mult bucătăria pentru că este mare și modernă. Frau Weiland gefällt die Küche sehr, weil sie groß und modern ist. Domnul Victor are nevoie de viză deoarece călătorește în America. Herr Victor braucht ein Visum, weil er nach Amerika fährt. Domnul Meyer a închiriat o casă la periferia Berlinului pentru că acum are mulți bani. Herr Meyer hat ein Haus in einem Vorort von Berlin gemietet, weil er jetzt viel Geld hat. Acum, traduceți în limba română. Herr Victor geht zum Generalkonsulat, weil er ein Visum beantragen will. Domnul Victor merge la consulatul general pentru că vrea să ceară o viză. Seine Frau will nicht in Hamburg bleiben, weil sie sich an das Klima nicht gewöhnen kann. Soția lui nu vrea să rămână în Hamburg pentru că nu se poate obișnui cu clima de acolo. Herr Kurz kann am Sonntag nicht kommen, weil er schon eine Verabredung hat. Domnul Kurz nu poate veni duminica pentru că are deja o întâlnire. Frau Weiland gefällt die Küche sehr, weil sie groß und modern ist. Doamnei Weiland îi place mult bucătăria pentru că este mare și modernă. Die Eltern haben mir ein schönes Buch gekauft. Părinții mi-au cumpărat o carte frumoasă. Er geht schon, weil er keine Zeit hat. El pleacă deja, pentru că nu are timp.
Können Sie mir einen 100-Markschein wechseln? Puteți să-mi schimbați o bancnotă de 100 de mărci? Den 100-Markschein habe ich schon gewechselt. Am schimbat deja bancnota de 100 de mărci. Acum traduceți următoarele propoziții din română în germană. Ieri, înainte de amiază, noi am fost la școală. Gestern Vormittag waren wir in der Schule. Acolo noi am învățat cuvinte noi. Dort haben wir neue Wörter gelernt. Profesorul ne-a pus multe întrebări. Der Lehrer hat uns viel gefragt. Noi i-am răspuns. Wir haben ihm geantwortet. După masă, maestrul ne-a arătat mașini noi. Am Nachmittag hat uns der Meister neue Maschinen gezeigt. După aceea am jucat fotbal. Dann haben wir Fußball gespielt. Seara am învățat cu Eva gramatică. Am Abend habe ich mit Eva Grammatik gelernt. Aceasta a fost foarte grea. Das war sehr schwer. Maria vrea să meargă la poștă pentru că trebuie să cumpere câteva timbre de o marcă 20. Maria will zur Post gehen, weil sie einige Briefmarken zu 1 Mark 20 kaufen muss. Domnul Haag caută o locuință nouă pentru că cea veche este prea mică. Herr Haag sucht eine neue Wohnung, weil die alte ihm zu klein ist. Mă simt bine, pentru că nu mai am dureri. Ich fühle mich wohl, weil ich keine Schmerzen mehr habe. În încheiere, urmează obișnuitul exercițiu de pronunție. Ascultați cu atenție. Die Garage. Die Etagenwohnung. Das Restaurant. Die Champignons. Das Büro. Der Chef. Die Couch. Das Filet. Der Kaffee. Die Gitarre. Das Kino. Prima. Lecția 27, partea a doua. Să începem cu noile cuvinte. Ascultați și repetați. Das Auge. Ochiul. Das Bein. Piciorul. Das Haar. Părul. Der 100-Markschein. Bancnota de 100 de mărci. Der Kopf. Capul. Die Landkarte. Harta. Der Mund. Gura. Die Nase. Nasul. Das Ohr. Urechea. Der Regenschirm. Umbrella. Der Spiegel. Oglinda. Das Sprechzimmer. Cabinetul de consultație. Der Zug. Trenul. Acum să folosim noile cuvinte în propoziții. Sein rechtes Auge war zu. Ochiul lui drept era închis. Mutti, ein Bein vom Stuhl ist